Ja, hallo, grüße euch. Ja, wir hatten einfach Schwierigkeiten, die Unendlichkeit des Lebens zu begreifen. Wir konnten es uns nicht vorstellen. Wir können es uns ehrlich gesagt immer noch nicht ganz vorstellen. Das Leben ist unendlich. Es setzt sich immer neu zusammen. Immer. Ganz egal, wie gerade eben etwas gewesen ist, es kann sich schon sofort geändert haben. Und zwar, je schneller du drehst, je schneller du in der Kristallrotation drehst. Und immer um den Kristall. Wer um den Kristall dreht und das immer wieder sagt, ich drehe um den Kristall, ich drehe um den Kristall, klar, ich rotiere immer in der Kristallrotation, ich rotiere in der Kristallenergie, ich rotiere in der Kristallrotation. Ich bin weißes Licht und in meinem weißen Licht bin ich immer glücklich. Wer das tut, schafft die Voraussetzung dafür, dass sich im Leben nicht nur alles ändern kann, sondern auch alles wirklich bestens wird. Dazu kann also für einen selber bestens wird und dass dann auch alle Beteiligten das ebenso geht, dass sie etwas wahrnehmen, was wirklich bestens ist. Und hier haben wir eine Sache, die wir nie ganz verstanden hatten. Nie. Im Leben passiert immer das, was folgerichtig ist. Nicht das, was wir sagen würden, das ist immer das Beste. Wir haben oft Dinge erlebt, von denen wir sagen, nee, also das fanden wir überhaupt nicht cool, nee, das war jetzt gar nicht gut und das wollen wir auch so nicht. Aber es passierte trotzdem. Weil im Leben alles passiert, was folgerichtig ist. Das Leben baut sich immer auf den nächsten, auf den vorübergehenden Schritt auf. Und nun kommen deine Gedanken ins Spiel. Und deine Emotionen. Du kannst deine Gedanken vorübergehend ein wenig modellieren, du kannst sie ändern. Selbst wenn es dir gar nicht so gut geht, trotzdem, du kannst immer nur sagen, es geht mir gut und ich will auch, dass es mir gut geht und es ist mir jetzt völlig egal, was hier gerade passiert, es geht mir trotzdem gut und ich fühle mich auch gut. Du kannst deine Gefühle zwar nicht betrügen, aber du kannst es dir einreden. Und deine Emotionen steuern dich durchs Leben. Die Emotionen steuern dich durchs Leben. Nicht zwangsläufig das, was du gedacht hast. Nicht sofort. Denn wenn deine Gedanken etwas anderes aussagen als deine Gefühle, steuern dich dir deine Gefühle, nicht deine Gedanken. Es sind deine Emotionen, die dich durchs Leben steuern. Gefühle sind erhöhte Gedanken. Wie auch immer du dich fühlst, es ist ein Ausdruck deiner vorhergedachten Gedanken und der Emotionen, die sie dann praktisch mit verursacht hatten. Und deine Gedanken kriegst du einfach nicht betrogen. Du kannst dir einmal einreden, das ist doch so ganz toll und du weißt genau, eigentlich ist es das nicht. Hier kommt auch dein Dual ins Spiel. Es folgt dir zwar seufzend überall da, wo du hingehst, aber es weiß genau, was ist, wenn es eine problematische Drehung hat, um das Wort Rotation nicht schon wieder zu gebrauchen, dass das dann sehr schwer sein wird, diese Drehung wieder zu erhöhen. Denn die Dinge, die uns als beschwerlich vorkommen, die Dinge haben eine sehr verlangsamte Drehung. Das heißt, wenn ich immer sage, wenn ich sage, ich drehe, 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 drehe immer in und um meinen Kristall und ich drehe immer um den Kristall. Ich bin Kristallrotation, ich bin in der Kristallrotation, ich bin die Kristallrotation, ich bin die Kristalldrehung. Dann ändern sich meine Lebensumstände nicht nur allmählich, sondern am Anfang dann nur allmählich, aber später sehr schnell. Das ist auch der Grund, warum uns als Kind das Leben, die Zeit, die scheint ja zu kriechen, aber als Erwachsener, und als Älterer, die älteren Semester von uns hier wissen auch recht gut, wenn sie so über 50 sind, über 60, das Leben, das scheint zu fliegen. Das tut es ja auch. Es hat sich irgendwie einrotiert und dann geht diese Rotation schneller und störungsfreier vonstatten. Schmerzen halten natürlich ungemein auf, das ist gar keine Frage. Trotzdem, es verläuft schneller und du wirst, wenn also die Schmerzen würdest du vermeiden oder würdest sie zumindest erträglich bis auflösen, je schneller deine eigene Rotation wäre. Denn in einer schnellen Drehung kann sich kein Schmerz halten. Ich möchte dazu sagen, dass es auch für Krebs gilt. Krebs würde sich in einer Kristallrotation sofort auflösen.
Der kann auch nicht mehr entstehen und das würde sich sofort verlangsamen. Und entschuldige bitte einmal, ich möchte das tun, ich bin keine Ärztin, keine Mediziner. Also das hat also gar keinen Sinn, mir da irgendwas da anlassen zu wollen. Aber ich sage dir eines. Tumore werden durch Bestrahlung behandelt. Chemotherapie, aber eben auch Bestrahlung. Ja, Bestrahlung ist doch das, dann will man doch erreichen, dass der Tumor kleiner wird. Ja, indem man, die Mediziner wissen es heute noch nicht, aber in dem Augenblick würde das Ganze schneller rotieren, dann kann sich eine Krebszelle nicht halten. Denn die ist aber eine verlangsamte Rotation, eine verlangsamte Drehung angewiesen. Und darum entsteht auch, schön bitte, darum entsteht auch Krebs. Wenn der Geist sehr schnell ist, der Körper aber sehr träge und das dann nicht mitbegreift, also dass dann nicht dieser Drehung nicht standhalten kann, weil auch immer wieder Gedanken dazwischen vorwerken und demzufolge auch die Emotionen, dass sich das Geistig sich doch nicht so schnell bewegen kann, dann entsteht Krebs. Krebs entsteht einfach durch eine verlangsamte Rotation. Dann entstehen Geschwüre, Tumore und so weiter. Wenn man nun aber eine sehr schnelle Drehung hat, indem man zum Beispiel sagt, ich bin weißes Licht, dann dreht sich ja auch alles ganz flott, dann kann sich etwas sehr, sehr Schlechtes nicht mehr lange halten. Das ist unmöglich. Wenn man sagt, ich bin weißes Licht, erklärt das den Geist, gar keine Frage. Das erleichtert den Geist, das befreit ihn und das erhält ihn auch und erleuchtet ihn auch. Und das heißt, es wird sozusagen geradezu bestrahlt. Das heißt, etwas, was wirklich übel ist, kann sich nicht im alten Denken halten oder im alten Gefühlszuständen, Bewusstseinszuständen halten. Mit einer Kristallrotation, mit einer Kristalldrehung würde sich alte Bewusstseinsstufen würden sich sofort verabschieden. Die können sich einfach da nicht mehr dran klammern. Gewisse Sachen können nur in einem bestimmten Bewusstsein passieren, in einer bestimmten Drehung passieren. Und wirklich Belastendes kann nur in einer langsamen Drehung erlebt werden. Wenn etwas dich sehr belastet und du kriegst es hin, zu sagen, so, und es ist, was das angeht, ist scheint problematisch zu sein, ist blöd, aber oh Gott, ich bin in einer Kristallrotation, das kann sich nicht länger halten. Dann kann es sich auch nicht lange halten. Unmöglich. Und es wird für alles irgendwie immer eine Lösung geben, wie man die Belastung schnell wieder wegkriegt. Das konnte in meinem Fall, wo ich musste zusammen, mir hat das keiner erzählt, das muss ich erstmal so ganz, das, mein Bewusstsein musste sich da mühsam hinarbeiten. Aber ich glaube auch, wenn man mir das erzählt hätte, ich hätte es gar nicht verstanden. Nicht vor 10 Jahren. Aber heute. Und wenn jemand das jetzt hört und sofort begreift, worauf ich hinaus will, dann hast du das bereits intus gehabt noch und du wusstest es bloß nicht. Es gibt Menschen, die hören, was ich sage und begreifen es immer noch nicht. Nee. Aber das hängt auch davon ab, wie langsam ihre eigene Drehgeschwindigkeit ist. Und da wir nun herausgekriegt haben, in der Physik, sorry, das ist eine anerkannte Wissenschaft, da sich offenkundig alles dreht, dann wäre es schon merkwürdig, dass ausgerechnet wir, die Menschen, von dieser Drehung praktisch nichts mitbekommen sollten und überhaupt nichts damit zu tun hätten. Das ist ja extrem merkwürdig. Wenn sich alles dreht, ja, warum wir denn nicht? Auf mir offenkundig auch. Und das tun wir und das ist für uns äußerst nachprüfbar. Unsere Gedanken kreisen nämlich immer um irgendeinen Gegenstand. Also unsere Gedanken drehen sich immer um irgendetwas. Andauernd. Ein Paar, das sich gerade scheiden lässt, dessen Gedanken werden sich um die Scheidung bewegen. Oder wenn irgendjemand gerade Schmerzen im Fuß hat, dann werden sich die Gedanken immer um die Schmerzen im Fuß drehen und so weiter und so fort. Wir drehen uns immer um irgendeinen Gegenstand. Um irgendein Objekt drehen wir uns immer. Wenn ich mir wegen irgendwas Sorgen mache, dann drehen meine Gedanken genau um das, worum ich mir Sorgen mache. Und damit setzt sich das, also das, was ich denke, setzt dann die künftigen Ereignisse sozusagen fest. Das heißt, es ist baut sozusagen errichtet das, was dann in der nächsten Zeit passieren wird. Und wenn ich jetzt mir über irgendwas Sorgen mache, kann ich sicher sein, dass sich das, was sich da gerade bildet und was ich erleben werde, innig was mit meinen Sorgen zu tun hat und demzufolge nicht gerade erfreulich wird. Nun habe ich aber ein Dual. Genau wie alle anderen auch.
Und du, alles die perfekte Version von dir. Dreht auch sehr schnell und ist für einige nicht wirklich spürbar und erkennbar. Das liegt auch daran, dass sie sich sozusagen die Botschaften aus zweiter Hand holt, ungefähr, so nach dem Motto. Da es wichtig ist, dass ein Dual von dir wirklich perfekt bleibt, ist es zwar immer irgendwie bei dir, aber trotzdem in einem gewissen Abstand, sodass es deine Kummer und Sorgen und Nöte, man kennt es irgendwie, aber es lässt sich davon nicht beherrschen und schon gar nicht mitnehmen. Das ist wichtig. Wenn ich etwas sage oder denke, dann lasse ich mich von diesem Strudel mitnehmen. Jetzt muss ich mir gut angucken, ist das tatsächlich etwas, was ich haben will? Will ich das erleben? Die Frage ist nicht, ob du Recht oder Unrecht hast. Du hast sowohl Recht als auch Unrecht. Schrödingers Katze lässt grüßen. Es kann sein oder auch nicht. Es kommt darauf an, welche Drehgeschwindigkeit du hast. Darum hatte ich auch in einem Post gesagt, Drehgeschwindigkeit. Ich hatte in einem Video einmal gesagt, wandle die kleinen Dinge und du erlebst große Dinge oder erlebst Fantastisches. Das Video ist, glaube ich, sehr, sehr alt und hat auch nur 34 Aufrufe. Ist eigentlich schade. Wandle die Kleinigkeiten und ich muss mal gucken, wann ich es gemacht habe. Ich reiche das mal so nach, wann ich es gemacht habe. Wandle die Kleinigkeiten und erlebst große Dinge. Ich glaube, so hieß das. Das setzt voraus, dass du, wenn du die Kleinigkeiten wandelst, du dein Bewusstsein dafür wandelst. Es geht nicht darum, dass du da jetzt eine Packung Streichhölzer da hypnotisierst und jetzt immer sagst, jetzt verschwinde, so verschwindet es natürlich nicht. Darum geht es jetzt nicht. Es geht um was anderes. Kleinigkeiten ist jeder Gedanke von dir. Und der muss wirklich immer nicht was mit Kristallrotation zu tun haben. Mit der Kristalldrehung selbst. Und damit wandelst du logischerweise, was dir in Zukunft passieren kann. Es setzt sich anders neu zusammen. Dann ging es dir besser, als du ursprünglich mal erwartet hattest und was da ursprünglich sich abgezeichnet hat. Wenn jemand eine wirklich völlig verkorkste verkorkstes Wachstum hatte am Anfang, und die Pole alle falsch angeschlossen waren, ja, dann kann er sie doch wieder umstecken. Aber dazu muss sich das Bewusstsein gewaltig ändern. Immer zu sagen, ich drehe in Kristallrotation, ich drehe um meinen Kristall, ich drehe um den Kristall, ich drehe um meinen Kristall, würde dich sofort in die Kristalldrehung bringen, wo sich Übles einfach nicht halten kann. Man kann praktisch zusehen, wie das verschwindet. Und du erlebst es sofort, du erlebst es durch das, was du denkst. Auf einmal hast du keine große Lust, andauernd über irgendwas zu lamentieren. Dann nervt dich das Auftauchen von irgendwas noch. Auf der anderen Seite haben wir diese Verwandlung, wir mögen sie. Also das ist genau die Verwandlung, das ist genau der Entstehungsprozess, das ist genau der Umdrehungsprozess, den wir eigentlich alle toll finden. Und das Spiel liebten wir. Wir lieben es bis zum Gehnichtwas. Das hat David Bowie auch mit seinem Song gemeint. You can't say no to the beauty and the beast, darling. You can't say no to the beauty and the beast. Someone fetch a priest. Wenn du wirklich was ganz Scheußliches vor dir hast und denkst, oh Gott, das ist ja fürchterlich, was da kommt. Oder, Mann, was ist da bloß passiert und wie schön war das nochmal und so. Ja, schon gut. Ja, es war alles sehr schön. Es war es auch. Es war unser Ding. Wir montieren das auseinander und setzen es jetzt neu zusammen. Es muss dann auch besser hinzukriegen sein. Und das ist auch genau das, was wir auch alle vorhatten. Denn so schön etwas auch gewesen ist, nach einer Zeit langweilt es. Es kann auch so schön sein. Es ist wie Fisch. Nach 3 Tagen fängt es an zu stinken. Es geht so nicht. Es muss eine immer neuende Rotation erfahren. Eine immer neue Verwandlung. Immer neues Enden. Immer was Neues kommen. Und das macht die Lebendigkeit des Lebens aus.
Das ist der ganze Kern. Immer in Kristallrotation zu drehen, heißt einfach, du can't say no to the beauty and the beast. Es kann doch so hässlich sein. Wir kriegen das in unserer Rotation, wir kriegen das in unserer Drehung. Und im Weltall dreht sich alles. Neu zusammengesetzt, so dass es was richtig Geniales ist. Drum. Und jetzt, einige, die hören es zum ersten Mal und denken, oh Gott, wie sollen wir das jetzt hinkriegen? Indem wir uns keine Sorgen machen. Du drehst in Kristallrotation. Das tatest du von Anfang an. Du wurdest nur blockiert. Du musst die Bremsklötze wegnehmen. Das ist alles. Aber wir haben auch erlebt, was ist aber wir haben erlebt, dass es viele Menschen gab, die uns immer wieder Sand ins Getriebe gestreut haben. Wer könnte das besser wissen als ich? Ich bin unter Menschen aufgewachsen, die es nicht wussten und von daher ist es automatisch taten, obwohl sie es gar nicht wussten. Das ist schade für einige. Ja, aber nicht mein Problem. Sie wollten es ja nicht wissen. Ja, dann wissen sie es auch nicht. Ich sagte ja, wir haben Schwierigkeiten gehabt, uns die Unendlichkeit des Lebens vorzustellen. Aber wenn ich das mal so vielleicht vergleichen kann. Oder das Leben ist unendlich. Das ist immer unendlich. Es hat nie ein Ende. Es ist wie ein stell dir ein Konstrukt von ständig drehenden sich Zahnrädern vor. Die einen drehen die anderen in die andere Richtung. Und immer dreht sich was. Nicht? Und kaum einer fängt an, sich zu drehen, schon bewegen sich alle anderen. Das ist ein ewiger, lebendiger Prozess. Und dieser Prozess ist ewig. Und du hast auch letztendlich immer nur Anlaufstellen, wo du mal nach Luft schnappen kannst, wo du es dir auch mal gut gehen kannst, da erreichst du eine Insel, oh, das ist klasse. Ach ja, endlich, Menschenskind, alles ist perfekto, alles ist super, alles ist prima, alles ist genial. Nee, hier will ich nie wieder weg. Oh. Nach 3 Tagen sagst du, ach nö, kann ich nicht doch wieder nach draußen, kann ich wieder draußen spielen? Klar, wird so. Und die das schon öfters gemacht haben und die also schon, was weiß ich, wie viele Leben hinter sich haben, und das sind praktisch alle, die suchen sich manchmal auch die nicht ganz so schweren Sachen aus, weil manchmal eben auch die richtige Kloppe. Weil sie etwas ausprobieren wollten. Eine Gefahr droht, eine gewaltige Gefahr. Und jetzt liegt es an dir, deine Drehgeschwindigkeit so zu erhöhen, dass du trotz und alledem dann noch irgendwie dich wieder rauslavierst. Wow. Wir wissen, dass es in vielen Fällen in der Vergangenheit schiefgegangen ist. Aber da hatten die Menschen noch keine andere Wahl. Wir sprechen, wenn wir vor Gericht sind, dann sprechen wir, wenn der Angeklagte wirklich, also wirklich, klar, man kann die Verbrechen wirklich nachweisen, dann reden wir von einer erdrückenden Beweislast. Wir können auch von einer erdrückenden Belastung sprechen. Manchmal ist das Leben so belastet, da ist das so verkorkst, dass wir uns wirklich in eine echt, dass wir in ein Fahrwasser begeben haben, da geht nichts zurück und nichts vor. Da geht gar nichts mehr. Bis wir anfangen, das alles zu drehen. Guck mal, wenn das ich schaffe, und das war die Wette, die du eingegangen bist. Ich fange anders an. Also erst einmal möchte ich noch an etwas sagen. In Psalm 18,8, da steht ein Satz. Suche die Zuflucht im Herrn. Das ist ein Satz aus dem Psalm. Suche Zuflucht bei dir, und zwar in deiner Kristallrotation. Weißt du, da kannst du noch so belastet anmarschieren. Die Kristallrotation ist so schnell. Das ist wie eine gewaltige Zentrifugalkraft. Der dreht sich alles sofort. Und wird alles umgebaut. Du musst das nur wissen. Ich drehe im Kristall. Ich drehe um den Kristall. Ich drehe im Kristall. Ich bin Kristallenergie selbst. Bei mir dreht sich alles. Alle meine Körperzellen, die drehen alle in Kristallrotation. Dieser Gedanke ist aber, bei mir war ja, der Gedanke ist gemessen an dem, was ich vorher gedacht habe, relativ neu. Und das dauerte ein paar Jahre, bis ich das bei mir so einrotiert hatte, dass ich
dass ich merke, aha, da bewegt sich ja wirklich was, und zwar dahin, wo ich es hinhaben will. Aber komischerweise sind es gar nicht so sehr die Ereignisse, die passieren, sondern das, was ich dabei denke. Es ist mein Gefühlszustand, meine Emotion. Und das macht Spaß. Yeah. Das macht wirklich Spaß. Ich hatte gestern, da hatte jemand einen Post auf Facebook abgesetzt, und da sie sagte dem Motto, lebe, fühl dich einfach nur gut oder sei einfach nur glücklich oder wie auch immer. Oder liebe alles oder liebe die Menschen, irgendwie sowas. Da hatte ich drunter geschrieben, es tut mir leid, aber du kannst die Menschen nicht lieben, ohne dass du dich selbst liebst. Und wenn du dich selbst liebst, dann hast du auch Bedingungen an die Menschen. Denn dann wirst du einige Menschen in deiner Umgebung nicht mehr zulassen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du genau weißt, du drehst alles in eine Kristallrotation, aber du weißt auch, dass diese Drehung noch nicht allzu lange stattgefunden hat. Du weißt zwar, du bist weißes Licht, aber dieser Gedanke ist noch neu. Du bist noch wie ein Frischling, praktisch wie eine Pflanze, die ganz zarte Triebe hat, die ganz gerade erst zu blühen beginnt. Dann kann man sich nicht mit einem Haufen Mister belasten, denn dann das würde dich ersticken. Und darum sei bitte vorsichtig, und das wollte ich auch damit sagen, sei bitte vorsichtig, wenn du sagst, ich liebe ja alle Menschen. Natürlich sind alle Menschen es wert, geliebt und anerkannt und hochgelobt zu werden, natürlich. Aber das müssen sie selber wissen. Darum habe ich es auch mit der Selbstliebe, habe ich alles, also auf jeden Fall. Ich finde mich wirklich großartig, ich finde mich wirklich toll. Und weiß das auch. Und das ist auch der Grund, weshalb ich es mir schenken kann, nach überall woanders, nach Bewunderern Ausschau zu halten, weil ich nämlich eins ganz genau weiß. Die Menschen, die ich kennenlernen möchte und mit denen ich in irgendeiner Weise auf einem Level sein möchte, die sind gerade sehr damit beschäftigt, ihre eigene Kristallrotation in eine hohe Kristallrotation zu bringen. Und da haben die für mich so gar keine Zeit. Überhaupt nicht. Vielleicht hören sie mal gelegentlich zu, was ich hier sage oder so, aber das war's dann auch. Und das ist auch genau das, was ich vorfinden will zurzeit. Alles andere würde mich und die anderen belasten. Und das brauchen wir jetzt nicht. Keine Belastung mehr. Aber alles abbauen. Nur der Abbauprozess ist mindestens genauso cool und genauso genial wie der Aufbauprozess. Im Grunde genommen ist alles klasse. Es macht Spaß zuzusehen, wie sich die Schwierigkeiten verabschieden. Es macht Spaß zuzusehen, wie sich etwas ganz Großartiges aufbaut. Und es macht Spaß zuzusehen, wie sich alles, was da nicht mehr so klasse ist, dann sich dann wieder abbaut. Eigentlich ist das alles, das Leben ist ein einziges Abenteuer. Wir haben es nur damals nicht so sehen können. Dazu waren unsere Belastungen zu groß. Und jetzt teile wie Moses das Meer. Ich meine damit nicht, dass du jetzt an die Nordsee fährst und dann sagst, so, jetzt teile dich mal. Also, das ist doch Quatsch. Nein, teile das Meer deiner Gedanken. Die Guten ins Köpfchen, die Schlechten. Nein, wie war es auch noch? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Warum? Warum? Warum müssen die Schlechten ins Köpfchen? Wieso können die Tauben denn nicht die Guten kriegen? Weil die Guten bereits gut sind. Sozusagen fertig zur Verarbeitung. Daraus kann man jetzt prima Mehl machen oder einen tollen Pfannkuchen oder so etwas. Die Schlechten müssen noch ein bisschen verdaut werden. Die müssen noch ein bisschen umgewandelt werden. Die müssen noch ein bisschen mehr in die Kristallrotation sozusagen. Und es macht Spaß, sich das vorzustellen. Und wie würdest du glauben, wie würdest du das glauben, was passiert in einer Art Himmel, was passiert in einer Art höheren Sphäre? Wie würde man denn da vorgehen? Na genau so. Alles wird sofort in eine Kristallrotation gebracht. Das wird sofort reingedreht. Da wird noch nicht mehr drüber gesprochen. Das ist ein Selbstgänger. Alles rotiert sofort in der Kristallrotation. Alles. Auch deine Schmerzen in der Hüfte. Deine Schmerzen, vielleicht hast du was mit dem Magen oder so. Auch deine, falls du Tumore hast oder ähnliches. Alles in die Kristallrotation. Du hast dir nur sehr lange darüber Sorgen gemacht. Und das kommt noch zum Tragen. Aber es kommt nur noch als Echo zum Tragen. Echos bewirken nicht allzu viel.
Das Echo antwortete auf alle Fragen. Tennyson sagte, Tennyson, ja genau, jetzt war es Tennyson. Der sagte, das Echo antwortet auf alle Fragen tot. Ja, wenn man begreift, dass der Tod die Verwandlung ist. Einen wirklichen Stillstand im Leben gibt es nirgendwo. Nur, dass man es einfrieren kann. Ich kann zum Beispiel, wenn ein Spielfilm läuft, aber es läuft ganz einfach, eine Dokumentation, es läuft ganz einfach. Nun kann ich das Bild aber anhalten. Und kann es vorübergehend einfrieren. Aber auch wenn ich da eine halbe Stunde drauf auf ein eingefrorenes Bild starre, der Film ist längst anderswo weitergelaufen. Mit anderen Worten, ich kann zwar vorübergehend die Zeit anhalten und mir dann in dieser Zeit überlegen, was mache ich jetzt ganz genau. Alles in der Kristallrotation, auf der Stelle. Oder gibt es doch irgendwas, was ich denn doch lieber noch ein bisschen behalten will oder so. Also, das kann ja sein. Aber für den Fall, dass dein Leben ein einziges Durcheinander zur Zeit ist oder dass dein Leben etwas konfus zu sein scheint oder dass du im Augenblick den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, ist es wahrscheinlich besser, erstmal alles in der Kristallrotation zu verfrachten. Dass wir alles da rein, Augen zu und durch zu kommen, alles da rein. Das ist ein gedanklicher Prozess. Dem Leben, was auch immer da im Leben dann und was deinem Leben nun passiert, es ist ein gedanklicher Prozess. Die Materie ist nichts weiter als der Ausdruck von geistigen Prozessen. Ja gut, das konnten wir vorher nicht wissen. Das Problem war, dass wir es nicht wissen wollten. Es war so, wir hatten es uns so in der Materie so gemütlich gemacht. War ja eigentlich auch schick und manchmal war es ja auch ganz klasse. Bis wir merken, dass wir uns in die Nesseln gesetzt haben. Und du musst eines wissen, es sind die Gefühle, die die Ereignisse in unserem Leben anziehen. Nicht die Gedanken. Die Gedanken sind sogar dafür noch zu träge. Das ist merkwürdig, ne? Aber wenn du mal überlegst, was eine Sequenz ist, dann ist es eine Vielzahl von Elementarteilchen. Und diese Elementarteilchen werden bewegt durch das, was du denkst. Und zwar die Elementarteilchen in deinem Körper. Und in deinen Körperzellen sind viele Elementarteilchen. Die setzen nämlich die Körperzelle zusammen. Von einem als Bauplan dient ihnen der himmlische Bauplan. Die Perfektion. Ist, was richtig genial ist, wo eigentlich auch keine große Beanstandungen gibt. Man sagen kann, okay, das ist alles perfekt, alles großartig und jetzt nach diesem Bild wollen wir uns zusammensetzen. Ja, wir wissen, dass es in einigen Fällen äußerst schief gelaufen ist. Ich brauche gar nicht erst großartig irgendwelche Gefangenenlager da aufzuzählen oder was oder die Katastrophen der Welt aufzuzählen oder sonst irgendwas. Das sind genau die Momente oder das sind genau die Ereignisse, die sich nach dem Bauplan, nach dem himmlischen Bauplan nicht zusammengesetzt haben. Andererseits entscheidet jeder noch, welchen Bauplan er sich zusammensetzen möchte. Ich kann jetzt einen zweit- oder dritt- oder fünftklassigen Bauplan nehmen von mir oder einen perfekten. Also ich hätte gern von mir den perfekten. Der Aufregung hier, nee, das, also der Worte sind genug gewechselt, lass uns endlich Taten sehen. Also das geht so in diese Richtung, aber der Witz ist der, die Taten kommen von alleine. Die Taten sind nämlich sie sind das Ergebnis all dessen, was ich gesagt habe und das, was ich sage, ist das Ergebnis dessen, was ich vorher mal gedacht habe und das, was ich gedacht habe, war das Ergebnis, was ich immer gefühlt habe. Das ist ziemlich aufregend, die ganze Geschichte. Also ich finde es sehr, sehr aufregend, weil ich das in jeder Sekunde meines Lebens erlebe. Und ich erlebe es wirklich. Das Leben ist viel zu kostbar, sagt man. Ja, es ist wirklich zu kostbar, denn genieß den Augenblick, heißt so viel, sei dir in jedem Augenblick klar, in was für einem irren Zauberspiel du hier eigentlich bist. Eigentlich ja, da wird sogar der Gang zum Herd oder zur Geschirrspülmaschine oder zum Wasserkocher eine aufregende Sache. Weil sich alles neu zusammensetzt, alles wieder sich so fügt und alles sich so gestaltet, dass es eigentlich eine ganz dufte Sache ist. Und du andauernd dabei bist, dich selber zu feiern.
Und das muss auch so sein, dass du dich selber feierst, denn ehrlich gesagt, die Tatsache, dass du einen anderen da feierst oder sagst, hey, ich finde den ja noch klasse und die ganze Zeit so drehst du oder denkst du den an den oder den und findest den toll und dekorierst da deine Wände mit seinen Postern und was weiß ich was, davon hat der andere ja nichts. Aber deine Gedanken waren ziemlich irritiert, ganz einfach deshalb, weil es geht auch in deinem Leben darum, dass du dich selber großartig findest. Wenn du den anderen auch toll findest, dann hoffst du doch so zu sein, dass du in irgendeiner Weise mit ihm eine Verbindung kriegst. Um irgendwie ihm nahe zu sein. Aber den anderen kennst du doch gar nicht. Du siehst höchstens sein Konterfei und vielleicht sieht er ja ganz ansprechend aus oder wie auch immer. Aber im Grunde genommen kennst du den nicht wirklich. Du weißt doch nicht, was er denkt. Aber bei dir weißt du es in jeder Sekunde. Du selbst kennst dich ganz genau. Und darum weißt du auch genau, was dir wirklich passieren kann. Und wenn du dann immer, es gibt ja so Menschen, die malen immer so gern die Teufel an die Wand oder die Unken immer, dass so ein Unglück aufzieht oder sowas. Ja, dann wissen sie auch ganz genau, dass sie sich praktisch systematisch dafür reif gemacht haben, so etwas zu erleben. Aber sie hoffen, dass es nicht passiert. Ja, wir heißen euch hoffen, aber das nützt dir nichts. Hoffen nicht. Aber so zu drehen, die eigenen Gedanken so zu schwenken, dass sie an der Katastrophe vorbeischlittern. Das geht. Du schon. Aber Gefühle kann man nicht betrügen. Und es sind die Emotionen, die dich auf etwas zusteuern lassen. Nichts sonst. Die Gedanken helfen dabei, weil die Gedanken dich dann in Emotionen versetzen. Aber wenn du jetzt an dauernd Gedanken denkst, die dich in den Klammergriff da nehmen, ach nee. Das sollte vermeiden. Und du wirst feststellen, dass du je mehr du die Sache da leichter nimmst, desto mehr nimmst du es auch leichter. Und desto mehr gewinnst du Abstand zu allem, was so schrecklich ist. Die meisten wollen dich dazu bringen, immer das Elend an Sachen anzugucken. Und ich sage dir, lass es, gewinn Abstand. Du bist doch gar nicht da rein. Also dann bleib doch auch draußen. Und wenn du mit jemandem in irgendeiner Weise Bekanntschaft pflegst oder Bekannte, Freunde, Familie hast, die dazu neigen, aus allem ein Problem zu machen, dann kannst du denen das ja sagen. Also, es kann ein Problem sein. Ja, muss es aber nicht werden. Aber wenn du jetzt noch weiter darauf herumreitest und mir immer wieder deinen Teufel da an die Wand malst, könnte es für dich wirklich schief gehen. Aber das mit dir zu teilen, darauf lege ich nicht den geringsten Wert. Und gehst von dann. Ja, darum. Es gibt ja von den Fanta 4, gibt es doch dieses Lied, es könnte alles so einfach sein, ist es aber nicht. Das sind doch nichts. Aber wir könnten es ändern. Also ich fand die Boygroup, die Fanta 4 eigentlich ganz klasse. Und ich habe mich nur gefragt, warum es denn nicht einfach ist. Deswegen, weil es unsere Betrachtungsweise unmöglich macht. Vor allen Dingen, weil wir so gerne noch allen anderen noch irgendwas aufs Brot schmieren wollen. Aber die kotzen uns das vor die Füße. Und das kann ich denen nicht verdenken. Tja, ich hoffe, das hat dich nicht zu fern genommen mit dem, was ich über den Krebs zu sagen musste oder was ich dir über den Krebs erzählte. Aber wenn du das mal ganz genau nimmst, weißt du, dass das die Wahrheit ist. Und du kannst dich doch selber dich nicht um dich selbst betrügen. So, jetzt weiß ich wieder, was ich dem anderen da auf Facebook sagen wollte. Dann hat er dann, wie gesagt, dann ja auch gesagt, nicht, ach, ist doch alles prima und hab die Menschen doch so lieb oder so. Bitte vergiss eines nie. Wenn du etwas liebst, heißt es Vermischung. Dann vermischst du dich damit, dann vermischen sich eure Energieströme. Wenn du einmal mit jemandem verflochten bist, ist das ziemlich schwierig, da wieder rauszukommen, wenn es doch keine so gute Idee war. Es zählt zwar immer noch irgendwie deine Intention, aber trotzdem, auch wenn und denn diese Intention auch heißt, dass du dich selber gerade mal ein bisschen belogen hast, dann könnte das schief gehen. Und jetzt noch ein Wort zur Ewigkeit des Lebens. Dass das Leben ewig ist, das ist für uns beinahe, das können wir eigentlich gar nicht fassen. Eigentlich nicht. Oh, ich glaube doch, aber so richtig gegeben ist es uns ja noch nicht. Das richtig zu begreifen, das richtig zu verstehen. Aber eigentlich müssen wir dabei nur eines verstehen, dass wir in jeder Sekunde unseren Energiestrom neu zusammenpuzzeln.
Man könnte sagen, es ist wie ein Mosaik. Und jedes deiner Gedanken fügt ein Stückchen zu diesem Mosaik hinzu. Und ich hatte in einem meiner Videos, das war glaube ich auch das mit den Wandel die Kleinigkeiten und dann erlebst du die größten Dinge, die fantastischen Dinge, da hatte ich es auch gesagt. Im Grunde genommen ist jeder Gedanke wie ein Mosaiksteinchen, der deinem Mosaik ein Sternchen hinzufügt. Und wenn du jetzt wenn es ein ganz tolles Mosaik geworden, nur da ist ein Stein, das ging vor daneben, oder so ein kleines Steingrüppchen, das ist richtig miserabel. Alles andere könnte noch so toll sein. Du guckst auf dieses eine Stück, guckst du jetzt, und weil du das nämlich wandeln willst. Und das kannst du ja auch. Und ich kann dir ja sagen, dass du die jetzige Wirklichkeit verlässt, so wie du eine ausreichende Energieströmung, sprich zusammengesetzte Gedanken hinbekommst, die nichts mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Es ist trotzdem alledem ein Energiestrom, aber wir führen in der Materie, ist das Ganze ein bisschen verlangsamt, und so haben wir die Möglichkeit, uns ein Bild auch wirklich anzugucken und auch noch die einzelnen Steinchen sozusagen auszuwechseln. Und wenn das, was du jetzt denkst, und in den nächsten Tagen und Wochen, Monaten denkst, nichts mehr mit dem zu tun hat, was du vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren gedacht hast, dann wird sich dieser Erfahrungshorizont von dir verabschieden. Er wird von dir wegbrechen. Stephen Hawking hatte in seinen wissenschaftlichen Arbeiten nicht selten immer wieder von einem Ereignishorizont gesprochen. Ein schwarzes Loch, das war ja sein Credo. Das schwarze Loch, das war seins. Also das war, jawohl, nicht, das war genau das für Stephen Hawking. Das schwarze Löcher waren sein Thema, keine Frage. Und er hatte auch gesagt, in einem schwarzen Loch gibt es auch, und um ein schwarzes Loch gibt es einen Ereignishorizont. Und man sollte sich auf diesem Ereignishorizont nicht zu nah an das schwarze Loch wagen, weil dann würde man reingezogen werden. Das ist wie mit einem Strudel, also wenn ein ewig drehender Strudel, der würde dich, wenn du in der Drehung wärst, hier sofort runtersaugen, so weg, und dann stimmt, das war's. Und schon bist du in einer anderen Rotation drin und mal gucken, was dabei rauskommt. Aber wenn du in so einen Strudel, der sich da vor dir auftut sozusagen, der mit lauter Energien, Eigenschaften, Charaktereigenschaften bestückt ist, die du alle gar nicht erleben und erfahren willst, dann bewege ich dich davon weg. Solange du noch im äußeren Erfahrungshorizont bist, kannst du das relativ leicht machen. Sollst du so in der Mitte noch sein, ja, dann wird es ein bisschen schwieriger, dann erfordert das also eine gewaltige Aufmerksamkeit auch dessen, was du denkst, denn es darf nicht ein Jota mit dem zusammenhängen, was da im schwarzen Loch dann da passiert. Und wenn du ganz nah dran bist, ja, dann brauchst du alle Kraft, um da bloß nicht reinzufallen. Aber du hast für dich selber die größte Anziehungskraft. Schwarzes Loch hin, schwarzes Loch her. Solange du noch denkst, ich bin das weiße Licht meines eigenen Daseins und ich bin die Kristallrotation selbst, entfernst du dich auch von einem schwarzen Loch, was man jetzt sagen könnte, das ist die Verlangsamung der Zeit, bis sie irgendwann zum Stillstand kommt. Und dann bleibt jeder Zustand, der da dran reingefallen ist, bleibt ewig bestehen. Ja, schon. Aber wenn du das hier aufsuchst, interessiert es dich nicht mehr. Und all die Sachen in der Vergangenheit, die dir passiert sind, sind bereits in diesem schwarzen Loch. Sie stehen still, stumm da. Die tun dir nichts mehr. Sind wie eingefroren. Die Frage ist doch nur, ob du die aufsuchen willst und wieder beleben willst. Die alten Sachen, die alten Kamellen. Wohl kaum. Und wenn du an Zeiten denkst, die richtig prima waren, vielleicht hättest du das ja ganz gerne wieder erlebt. Na prima, dann such dir die Eigenschaft dafür raus, was war dann daran nun so toll. Und dann belebe das. Und ich meine, du bist immer noch, du bist Kristallenergie, also du belebst doch alles. Und du kannst das praktisch wieder auferstehen lassen. Schöner, glücklicher und besser. So wie die alten Zeiten wird es niemals sein. Denn die alten Zeiten sind passé. Aber etwas sehr viel Besseres kommt. Ich habe einmal in einem Buch, welches das war, ich weiß es nicht mehr,
gelesen, da hat eine Frau, die war ein glückliches Mädchen, hat mit also 19, 20 Jahren und 17, 18 Jahren, da war sie der begehrteste Teenager auf dem Schwulball, also die Jungs, die rissen sich um sie und sie wurde überall gefeiert und sie war die Schulschönheit und hat noch eine Misswahl gewonnen und was weiß ich was passiert in den Vereinigten Staaten. Und das war also die beste Voraussetzung. Und nach 18 Jahren oder 20 Jahren sah das auf einmal ganz anders aus. Ihr Leben war ziemlich trübe geworden. Ihr Mann hat sie andauernd betrogen und ich glaube, sie hatte auch Probleme mit ihren Kindern gehabt oder das Problem war, dass sie keine hatte, nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging dann das Geschäft pleite, das Geld war auf einmal alle und so weiter. Und sie ist an der Zeit ziemlich abgerissen gewesen, aber sie hat sich soweit noch ganz gut gehalten und gefangen. So halbwegs jedenfalls. Aber so glücklich war sie damit nicht. Dann ist sie zurück in ihre Heimatstadt gegangen und dann hat sie einen früheren Verehrer auf der Straße getroffen. Und naja, wieder sind es Freude noch einmal, oh ja, lass uns doch einmal da in diesen Tanzschuppen, wo wir früher mal so glücklich waren. In dieses tolle Café. Das war also in ihrer Fantasie war das auch ein wirklich tolles Café. Das war fast, also fast wie das eleganteste Café, wenn man sich das so vorstellen kann. Ach, was war das toll. Die Musik war prima und die eleganten Sitzmöbel und auch die Gäste waren alle so toll aufgebrezelt gewesen früher. Ach, das muss doch toll sein. Ist das denn immer noch so? Fragt sie ihren Schulfreund. Ja, das ist doch genauso. Ach, dann lass uns da doch hin. Na klar, dann sind die beiden da dahin gegangen abends. Und sie traf beinahe der Schlag. Es hatte sich wirklich nichts verändert in dieser Tanzbar. Aber jetzt fiel ihr das auf, dass das eigentlich alles schäbig war. Es war so unecht, es war so viel zu künstlich überkandidelt. Und was ihr früher so super elegant vorgekommen war, das war eigentlich nur noch ein Witz. Das war einfach lächerlich. Und der Abend machte ihr nicht ganz so viel Freude, wie es hätte sein können. Weil es ist ihr auf einmal aufgefallen, sie hat da Schulmädchenträumen nachgehangen. Das war lange nicht so, was ihr früher ganz toll vorkam. 20 Jahre später war es das natürlich nicht mehr. Und darum sagte ich auch, du kannst die Vergangenheit nicht neu beleben. Auch wenn du sagst, auch Mensch, das war damals ja so toll und wie schön war dieser Urlaub oder dann, ich war heute vor 18 Jahren, wie war das doch alles? Und glaub mir, wenn du nochmal genau das gleiche erleben würdest, heute, nach 18 Jahren zum Beispiel, würde dir das Ganze nur noch lächerlich vorkommen. Es sind in der Zwischenzeit eben 18 Jahre vergangen. Und darum sagte ich, die Zeit ist so wandelbar. Und jetzt komme ich wieder mit der Ewigkeit an. In einer himmlischen Strömung setzt sich automatisch immer alles neu zusammen. Und wir müssen einfach lernen, zu überlegen, was diese Ewigkeit denn jetzt eigentlich für uns heißen soll. Ewig heißt, dass wir anfangen, in Sequenzen zu denken. Dass wir verstehen, dass das, was ich in den letzten zwei, drei Minuten gedacht habe, entscheidend ist für das, was ich in den nächsten zwei, drei Minuten denken werde. Und das wiederum verantwortlich für die nächsten zwei Minuten. Dass man eigentlich nicht länger als höchstens eine Stunde in die Zukunft gucken kann, wenn man in einer sehr erhöhten Gesellschaft ist oder in einer sehr erhöhten Sphäre ist, weil dadurch, dass sich das alles so rasend schnell umbaut, heißt das nicht, dass das, was sich jetzt gerade so abzeichnet, dann morgen auch tatsächlich passiert. Es kann, wenn man es belebt und immer wieder hochhält und immer wieder sagt, ja klar, nicht meine Gedanken sind so hoch und meine Kristallschwingung ist andauernd völlig intakt und da geht alles ist immer noch besser, dann werde ich das Wunderbare, worauf ich dachte, es kommt morgen, dann auch tatsächlich erleben. Aber jetzt weißt du, dass morgen eventuell was ganz Fürchterliches passieren könnte. Und du weißt, du bist in der Kristallrotation. Und du weißt, dass du weißes Licht bist. Da wird nichts Schlechtes passieren morgen. Dann nicht mehr. Diese Erhabenheit des Denkens, um die geht es. Um diese, das zu erlangen, darum geht es. Oh, das schaffst du bestimmt. Das schaffst du unter Garantie. Wenn du das willst, klar. Und hier kommt der freie Wille ins Spiel. Willst du es denn erleben? Einige hängen noch sehr am Alten. Ach nee, ach Mensch, das war so toll. Und Mensch, wie war das denn vor 3 Jahren auch schön? Und wie war das doch vor 10 Jahren? Und die wollen dann wieder zurück. Ja, dann kann man sie nicht halten. Aber wichtig ist bei allen jetzt, dass du dich selber unendlich liebst. Unendlich.
Es darf nichts Höheres geben als dich. Auf keinen Fall. Da darf niemand drüber stehen. Auf keinen Fall. Das ist in früheren, das ist in Predigten war das immer so eine Katastrophe. Wenn dann immer wieder gesagt wird, Jesus ist der Meister und Jesus ist nur Jesus und nur Jesus. Bitte versteht doch, der Jesus ist in der Tat ein Meister gewesen und hat auch die Menschen tatsächlich in die Kristallrotation reingebracht. Das heißt, er wollte es und er tat es auch. Aber das kommt, wenn man auf noch einem sehr unbewussten Bewusstseinszustand ist, kommt einem das auch so vor. Und da lässt man auch ungern von los. Und wenn man vielleicht, einige brauchen das vielleicht auch noch, dass sie dann wirklich sagen, nur Jesus und nur, die brauchen nur doch Jesus Christus und das ist das ganz große Ziel und das andere kommt dann nicht. Und naja, das ist dann halt deren Bewusstsein. Und ich habe nicht das Recht, anderen dieses Bewusstsein da vorzugreifen und denen zu sagen, nee, das ist alles Rotation und dann überleg mal, dass du das in eine Kristallrotation bringst. Dann lässt du deine Sorgen ja schneller los, als du sagen könntest, ich habe Sorgen. Aber einige sind eben noch nicht ganz so weit, wollen es dann auch gar nicht. Ist halt eine Frage des freien Willens. Und dass wir uns mit der Unendlichkeit im Leben erstmal, dass wir da erstmal klarkommen müssen, da nimmt ein bisschen Zeit für. Das ist wirklich, wow. Nimm dir wirklich Zeit für dich. Und immer wieder, ich bin das kristallweiße Licht meines Seins. Das hat dich schon in die Kristallrotation gebracht. Und sorgfältig wird der Sand im Getriebe entfernt. Und auf einmal kann es wirklich losgehen. Und dann merkst du es auch. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich entschuldigen, wenn ich einigen, ich habe es auch auf Facebook, habe ich es ein paar Mal, dann habe ich meine Kommentare darunter abgesetzt, wenn dann jemand immer der Meinung war, er müsste da unbedingt die Menschen auf die Bibelverse hinweisen und dann liest immer nur die Bibel und liest immer nur die Bibel. Da habe ich dann auch mal einen Kommentar zugegeben. Ich gebe zu, dass das nicht erwünscht gewesen ist und das hätte ich vielleicht auch wirklich besser sein lassen sollen. Andererseits, wir leben nun mal im Jahre 2023 und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in dieser Zeit glücklich wird, wenn er immer noch Bibelverse aus dem 3. Jahrhundert bedient. Dafür lebt er nicht im 3. Jahrhundert nach Christus, sondern jetzt. Es ist halt die Frage, ob du da in diese Zeit zurück willst. Einmischen darf ich mich da ganz sicherlich nicht. Das habe ich in den vergangenen Tagen sicherlich falsch gemacht. Ja, tut mir leid, aber ich hatte das Gefühl, einige waren, obwohl sie immer wieder beteuern, wie glücklich sie doch in der Kirche sind, doch nicht so glücklich. Und da dachte ich, naja, dann könnte man vielleicht auch noch was anderes vorschlagen. Und dazu kommt, ach Gott, jetzt wollte ich gerade Schluss machen, aber jetzt fällt mir was ganz Wesentliches ein. Unsere Generation. Menschen, die so alt sind wie ich, also über 50, über 40, die sind unter ganz anderen Voraussetzungen groß geworden, als Menschen, die in den 90er Jahren oder Anfang der Beginn der 2000er geboren worden sind. Ich will damit sagen, dass ich zu den Menschen gehöre, die die ganzen alten Kamellen noch ab und weg treiben müssen. Während ein Mensch, der in den 2000ern geboren worden ist, sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass einen noch sowas belasten könnte. Aber wir sind im Moment, die Menschen meiner Generation sind im Augenblick zahlreicher hier in diesem Land als noch sehr junge Menschen. Und wenn ein sehr junger Mensch das hört, was ich sage, wird er wahrscheinlich denken, wieso, wie soll es denn sonst gehen? Aber für die älteren Semester ist das ein Problem gewesen. Denn uns hatten die alten Sorgen und Gedanken sehr im Griff gehabt. Und die Ängste, Befürchtungen und so weiter. Doch was immer du jetzt für ein Problem hast oder was immer du für ein Thema in deinem Leben hast, denke bitte daran, dass das Leben niemals endlich ist. Es geht immer weiter, es ist unendlich. Das Einzige, was die Sache verlangsamt hat, war die Materie. Und wenn du den Verlust eines jungen Menschen zu beklagen hast, dann denke bitte daran, dass es hier darum ging, für diesen Menschen, wenn es dein Kind gewesen ist, wie auch immer. Es ging
deinem Kind darum, Erfahrungen zu sammeln. Eine Sache. Und zwei Sachen kam es in die Welt. Und euch, dem Vater, die Mutter, ging es darum, eine Erfahrung zu sammeln, eine Erfahrung zu machen, für die du gerade mal prädestiniert gewesen bist. Das Leben versucht immer, und es versucht es nicht nur, es tut es, verbindet immer perfekt aufeinander Energieströme. Das heißt, wenn ein Energiestrom irgendwo hinströmt und ein anderer Energiestrom sitzt hier gerade von der anderen Seite in Bewegung, dann werden die aufeinandertreffen, wenn sie die gleichen Voraussetzungen mitbringen. Und das erwischt dich dann immer. Du kannst davon gar nicht weglaufen. Ein Raubüberfall, zwei Menschen werden angeschossen. Und genau das waren die Menschen, die auch dafür eine Resonanz hatten, angeschossen zu werden. Auch wenn jemand, der daneben saß, sagte, Gott sei Dank, ich hatte ja so ein Glück, dass es mich nicht erwischt hat. Den konnte es gar nicht erwischen. Wenn der dafür eine Resonanz sich hatte, angeschossen zu werden, wird er nicht angeschossen. Und das ist bei allen Sachen so. Das Leben wird immer die optimalen Voraussetzungen herausfiltern, was genau passieren kann. Und es wird von deinen Gedanken, von deinen Emotionen abhängen, was dir passieren kann. Emotionen kannst du nicht betrügen, aber deine Gedanken so denken, dass du bald die besten Emotionen hast, dann kann auch nichts Nachteiliges mehr passieren. Und wenn dann noch irgendetwas kommt, was du sozusagen Wasser in den Wein gießt oder Sand ins Getriebe schüttet, dann überlege, da du kristalline Energie bist, kannst du diesen Sand auch genauso schnell wieder entfernen. So kriegen wir es hin, so stimmt es. Und dann kommen wir auch leichter mit dem Leben klar. Wir begreifen das Leben insgesamt. Und ich möchte dazu sagen, ich erkläre hier einen Umstand, der uns seit tausenden von Jahren den Kopf nachts nicht schlafen ließ. Also, was soll das denn überhaupt? Warum überhaupt? Warum lebe ich denn überhaupt? Ja, sehr witzig, du beteiligst dich an einem gewaltigen Energiestrom. Du setzt dein eigenes Puzzle neu zusammen. Darum lebst du. Wenn jemand dann mit einer, sagen wir mal, relativ geringen Bewusstseinsstufe dann sagt in der Kamera, ja, das Leben ergibt ja keinen Sinn, ja, dann ist das halt noch sein Bewusstsein. Es tut weh, wenn es dann ein Physiker sagt, aber ja Gott, was soll man machen? Ist halt so. Aber auch wir kommen da noch hinter. Oder auch die kommen noch dahinter. Wird ja nicht immer lange dauern. Wir haben keine Zeit mehr. Dann steckt uns das Wasser nämlich wirklich bald bis zum Hals. Wir bis zum Hals ein Problem. Also, ich danke dir fürs Zuhören. Nun sind Probleme ja eigentlich ganz lustig, wenn man sie alle wieder wegkriegt, aber da muss man auch wissen, wie es geht. Und ich trage mein Schärflein dazu bei, dass es nach Möglichkeit den Menschen auffällt. Ich danke dir fürs Zuhören. Alles Gute.